Hast du in deiner Stadt auch ein Shoppingcenter, was immer mehr leere Räume hat, weil immer mehr Geschäfte schließen? Für eine sorgende Stadt ist das eine Chance. Wir wollen diese Orte neu definieren. Überlassen wir sie doch nicht den großen Spekulanten wie Benko, der mit seiner Signa-Gruppe in ganz Deutschland diese wichtigen Orte aufkauft, sondern wir müssen sie für das Gemeinwohl sichern. Wir müssen sie planerisch sichern. Das ist eine öffentliche Aufgabe. Und hierin besteht eben auch die Chance zu sagen, wir definieren diese Orte neu. Wir sichern die Nahversorgung für Groß und Klein. Jetzt fragen ja viele, was ist ein Sorgezentrum überhaupt? Ein Sorgezentrum kann sein, dass in einem Stadtteil zum Beispiel Elterncafés geschaffen werden. LGBTQ-Vernetzungsstellen können dort geschaffen werden. Mieterinnenberatung, Rechtsberatungsangebote, Bibliotheken, Seniorentreffs und so weiter. Wichtig ist, dass wir überhaupt die Sorgearbeit wieder ins Zentrum der Stadt drücken und sagen, sie braucht einen Ort, Menschen brauchen Unterstützung. Jetzt geht es natürlich darum, dass wir diese Orte auch planerisch sichern, dass wir den Investoren, die hier gerne Bürotürme in unsere Innenstädte reinbauen wollen, ohne Ende, egal welche Bedarfe es gibt, den Riegel vorschieben und sagen, wir sichern diese Orte planerisch in eigener Kraft und setzen sie fest für die Gemeinbedarfe. Wir können uns auch überlegen, inwiefern wir diese Orte rekommunalisieren. Am Ende des Tages sind wir hier in Berlin natürlich auch in der Situation, wo wir die Enteignung großer finanzmarktgetriebener Wohnungskonzerne fordern. Und ich sage es ganz ehrlich, wir müssen auch über die Enteignung von großen finanzmarktgetriebenen Gewerbeanbietern, also den großen Shoppingcenter-Betreibern in dieser Welt sprechen. Die Möglichkeiten, diese Orte zu sichern, sind vielfältig. Wichtig ist, dass wir die Notwendigkeit erkennen und hier jetzt auch eine klare politische Forderung festmachen. In Berlin haben wir zum Beispiel verabredet, dass wir ein solches Modellprojekt zum Shoppingcenter-Umbau hier durchsetzen wollen. Wir wollen einmal an einem Standort zeigen, dass ein Shoppingcenter, was seine Funktion verloren hat, eben nicht für die Maximalverwertung der Investoren genutzt wird, sondern für die Sorgearbeit im Kiez, für die Bedarfe vor Ort und für den Stadtteil hergerichtet wird, also eine unkommerzielle Stadtentwicklung. Und deswegen Shoppingcenter zu Sorgezentren.